Die Ankündigung der USA, die unter Ex-Präsident Donald Trump erlassenen Covid-19-Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und Großbritannien aufzuheben, kam überraschend. Seit Monaten wurde intensive Lobbyarbeit betrieben, um das vor mehr als 18 Monaten verhängte Einreiseverbot zu lockern. Anfang November werden wir strenge Protokolle einführen, um die Ausbreitung von Covid-19 durch Passagiere zu verhindern, die per Luftweg in die USA einreisen. Wir verlangen, dass erwachsene ausländische Staatsangehörige vollständig geimpft sind. Der britische Premierminister Boris Johnson begrüßte dies in einem Tweet. Es sei ein fantastischer Impuls für Wirtschaft und Handel und es stehe für eine Wiederannäherung der USA und Europas. Innerhalb der nächsten 30 Tage sollen die neuen Regeln gelten. Allerdings sind einige praktische Fragen offen. Der AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel ist in den USA nicht zertifiziert, ebenso wenig der russische Sputnik V oder chinesische Vakzine. In Großbritannien gelten Kinder mit einer Impfstoffgabe als immunisiert. Die USA erwarten die vollständige Impfung. Auch Kreuzimpfungen mit zwei Vakzinen sind dort nicht üblich. Offene Fragen sollen in der verbleibenden Zeit geklärt werden.